Are Germans good people? Let's take a look. Willkommen. My name is Sean Huggins, and this is React with Hugs. I want to see how he reacts when he thinks no one's watching. I can't help it if he's weird. He's American. He's going crazy with that work. Everybody reacts differently. I think he's weird, but that's me. He's American, you know. Welcome to React with Hugs. Let's hop straight into today's comment of the day. So today's comment of the day comes from Marcos Tech 650, and they say, "Well, here's my mustard." Thank you for adding your mustard in the comment section, and I would like to encourage everyone to please add your mustard to the comment section. It helps the algorithm, it helps the channel. It's fun for me, it's fun for the community, and everybody wins. So, Marcos Tech, thank you for adding your mustard, but let's hop into today's reaction. All right, so today we are back with Easy German, and they're going to be asking people, are you a good person? So, we're going to see what Germany has to say. Do Germans think they're good people or not, I guess? I don't really expect anyone to be saying no to this question, but you never know. Germans always surprise me, so you never know. We're going to check it out and find out together, I guess. So, let's get into it. Janusz, bist du ein guter Mensch? Diese Antwort hat zu lange gebraucht. Ich hoffe, die Menschen auf der Straße sind schneller. Wir möchten heute mal fragen, ob die Menschen sich hier auf der Straße in Berlin für gute Menschen halten. Und was ist das überhaupt, ein guter Mensch? Ich bemühe mich, ja? Los geht's. Sind Sie ein guter Mensch? Ja. Sind Sie ein guter Mensch? Überwiegend. Ich hoffe schon. An einigen Tagen wahrscheinlich mehr als an anderen. Okay. Also ich glaube, es gibt überhaupt keine Guten. Es gibt immer Yin und Yang, Gut und Schlechtes beieinander. Ich weiß ich gar nicht genau. Ich glaube schon. Also ich versuche auf jeden Fall der beste Mensch zu sein, der ich sein kann. Bist du ein guter Mensch? Okay. Es kommt darauf an, wie du gut definierst, aber ich bemühe mich, ein guter Mensch zu sein. Such a German answer. You have to define the word good first. Set the parameters before I can scientifically decipher what you're actually saying. Ich würde sagen, das liegt an den Menschen, die mich kennen, ob sie denken, dass ich ein guter Mensch bin. Aber ich versuche auf jeden Fall immer ein besserer Mensch zu werden. Sind Sie ein guter Mensch? Oh mein Gott. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Ob ich ein guter Mensch bin, ich weiß es nicht. Ich hoffe. Ja. Was ist ein guter Mensch? Ein Kanadier. Dann. Ein Kanadier. Ich bin ein guter Mensch. Bist du ein guter Mensch? Das ist eine gute Frage. Und ich weiß gar nicht, ob man selbst diese Frage beantworten kann oder ob es vielleicht sogar fast besser wäre, andere Leute zu fragen, ob man ein guter Mensch ist. Aber ich hoffe, dass ich ein guter Mensch bin. Ist sie ein guter Mensch? Ich auch. Ja. Ah! Ich glaub, ich muss zu lange überlegt. Oh! Oh, this dude is in the doghouse. Lange überlegt. So lange überlebt. No answer. Dang. Nein. Ich glaub, sie ist ein Engel. Ja. Sind Sie ein guter Mensch? Ich glaube schon, ja. Und was machen Sie dafür? Machen Sie was Aktives? Ja, ich engagiere mich im Verein und ich bin 80 Jahre und seit 25 Jahren mache ich die Männergymnastik in dem Verein. Fantastisch. Ja. Das ist gut, das sieht man Ihnen an. He's a good man because he does gymnastics? Huh? Ja. Muss ich auch anfangen jetzt langsam. Versuchen Sie, ein guter Mensch zu sein. Ja, das versuche ich. Insbesondere, wenn ich Auto fahre, lasse ich Leute über die Straße, sage mir immer die gute Tat des Tages und Ähnliches. Okay. Und was sind deine Strategien? Was machst du in dieser Richtung? Ich würde sagen, ich versuche aktiv höflich zu sein zu Leuten. Ich glaube, das habe ich früher nicht gemacht. Das kam auf jeden Fall, je älter man wird, kam das dazu auf jeden Fall. Und ja, damit geht man, glaube ich, schon ganz gut, würde ich sagen. Ja.
Was tust du, um okay. ein guter Mensch zu sein? Ich versuche, so nachhaltig wie möglich zu leben und ja, eine positive Energie an meinen Mitmenschen zu vermitteln. Positive energy. I'm just a good vibe, you know? Versuchen, meinen Mitmenschen so ihren Freiraum zu geben, dass sie ein schönes Leben führen wollen, wie sie es führen möchten. Ich bin Rentnerin und ich gehe jetzt wieder an die Schule und mache das umsonst und bringe Kindern, helfe ihnen beim Lesen lernen. Das ist doch toll, oder? Ja. Das ist doch toll. Das macht unheimlich viel Spaß, aber das ist nicht nur, weil ich jetzt ein Gutmensch bin, sondern ich habe Spaß dabei. Das ist doch die perfekte Situation, genau. Dass was ich tue, anderen Menschen nutzt und mir Spaß macht. Genau so ist mein Job auch, ehrlich gesagt. Welche Strategien verfolgt ihr auf diesem Weg, bei diesem Versuch? Erstmal zu gucken, dass es mir selber gut geht, Strategien zu entwickeln, um dann eben die Kraft und die Energie zu haben, auch anderen zu helfen und sie zu unterstützen. Ich versuche, meine Zeit zu teilen und ich engagiere mich zum Beispiel ehrenamtlich. Ich arbeite im Unternehmen, da ist ein Sozialunternehmen, da geht es auch um die Natur, um Bildung, um Dinge weitergeben. Alright, she's winning so far. Wichtige Sachen um... Nicht nur um mich, genau. Ja. Ich verbringe sehr viel Zeit mit Persönlichkeitsentwicklung. Es geht um Atmung, es geht um Meditation. Und einer meiner größten Errungenschaften war, dass ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken dieses Jahr. Und auch nie wieder trinken werde. Und das macht mich definitiv zu einem besseren Mann und Menschen. Ich glaube, wenn man das Gute in anderen Menschen sieht, ja, nicht nur immer Nachteile, sondern auch das Gute in anderen Menschen. Es gibt natürlich Menschen, die sind resistent gegen alles Gute. Ja, das sind Kriminelle im wahrsten Sinne des Wortes. Psychopathen. Die werden sich auch, ja, und sie werden sich nie ändern. Das ist vielleicht auch ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Ich denke, ein guter Mensch ist jemand, der auch seine Bedürfnisse mal hinten anstellen kann, der die Fähigkeit besitzt, sich in andere Menschen und ihre Gefühle hineinzuversetzen und sich aber dabei auch selbst nicht vergisst. Ich glaube, ein guter Mensch kann nur jemand sein, der auch für sich selbst sorgen kann. Was bedeutet es eigentlich, ein guter Mensch? Wer ist das? Dass man sich zurückstellt und andere respektiert. Ein guter Mensch ist jemand, der hilfsbereit ist, zuvorkommend, seiner geregelten Arbeit nachgeht, sein Einkommen versorgt, seine Kinder versorgt. A good person is somebody who has a job. Okay. Familie, wenn vorhanden, ja, so im Allgemeinen sich gesellschaftlich engagiert. Dass man nach den Grundprinzipien, die in allen Weltreligionen im Grunde vermittelt werden, die auch alle sehr ähnlich sind, sich daran hält und danach lebt. Ein guter Mensch ist der, der sich auf die jeweiligen Lebenssituationen anpassen kann und eben auch auf die Menschen, so unterschiedlich wie sie sind. Jeder Mensch ist anders und mit all diesen Andersartigkeiten umzugehen und zu leben. Das heißt nicht, dass ich immer alles gutheißen muss, aber erstmal den Menschen, so wie er ist, akzeptiere. Was ist das eigentlich, ein guter Mensch? Macht dieser Begriff Sinn überhaupt? Bedeutet das etwas? Das kommt ganz darauf an, wem du folgst. Du kannst in der aktuellen politischen Debatte als Schimpfwort sehen, ja. Gutmenschen, das sind Populisten, das sind Rechte, die das gerne benutzen und die andere damit beschimpfen. Aber in dem Sinn der alten Philosophen und der, sag ich mal, alten deutschen Poeten ist das Gutmenschtum durchaus ein sinnvoller Beitrag zur Gesellschaft. Aha. Ich mache mir Gedanken über mich, ich mache mir Gedanken über meine Mitmenschen und das ist durchaus sinnvoll, ja? Was bedeutet dieser Begriff, ein guter Mensch? Ist das Blödsinn eigentlich oder gibt es sowas? Für mich ist es kein Blödsinn, weil ich finde, dass wir alle eine Verantwortung tragen dafür, dass wir sozial gut miteinander klarkommen, dass wir Mutter Erde nicht ausrauben zu sehr, was wir ja gerade machen. Und eben ja, die Verantwortung
wenn wir selber im Frieden leben und ein Dach über dem Kopf haben, genug zu essen haben, finde ich, verpflichtet es schon dazu, auch der Gesellschaft was zurückzugeben. Und für mich persönlich bedeutet guter Mensch auch, dass ich mir immer selber in die Augen schauen kann und dazu stehen kann, was ich mache. Versuch bitte, uns eine Geschichte erzählen, wo du etwas Gutes getan hast, wo du selber gedacht hast, stolz auf dich selber gewesen warst. So, das war gut. Ich habe einen guten Freund und der hat Depressionen und den unterstütze ich regelmäßig in seinen schwierigen Phasen und probiere für ihn da zu sein und ihn aufzubauen, ihn zu motivieren und da eine Hilfe zu sein. Genau. Sie war heute traurig, weil es ihr gestern nicht so gut ging und da habe ich ihr einen Strauß Blumen mitgebracht. Pfingstrosen, wunderschöne. Fantastisch, so eine kleine Sache und so viel Wirkung, oder? Very nice. Was war eine gute Tat von Ihnen? Ja, meine letzte gute Tat, denke ich, war der Umzug meiner Eltern ins Behinderten- oder barrierefreies Wohnen. Meine Eltern waren beide im Krankenhaus, alle beide krank. Und wir als Kinder, also meine Schwester noch, haben während der Zeit, sie im Krankenhaus und in der Reha waren, den ganzen Umzug über die Bühne gebracht. Und so, dass sie dann direkt in die neue Wohnung einziehen konnten, in das barrierefreie Wohnen. So, dass ich jetzt hoffe, dass sie noch ein paar schöne Jahre dort gemeinsam haben. Ich glaube so. Helping your parents move. Not a bad one, not too bad. Oh, so Kleinigkeiten, würde ich sagen. Wenn man ab und zu mal jemandem hilft, einen Kinderwagen die U-Bahn-Treppe runterzutragen. Sowas. Zum Beispiel, ich habe lange Zeit Geflüchtete unterstützt und auch versucht, sie ein Praktikum zu vermitteln und so weiter. Und das habe ich zweimal gemacht und auch sehr engen Kontakt gehabt mit diesen Menschen. Und das hat mich total erfüllt und es war für beide Seiten gut. Mir fällt gerade eine Geschichte aus dem Urlaub ein, da habe ich ein sehr heruntergekommenes Pferd entdeckt und da habe ich halt alles dafür getan, um den Tierschutz zu aktivieren, dass sich halt um das Pferd gekümmert wird. Ich bin da jeden Tag hingefahren, habe es gefüttert und habe halt irgendwie versucht, dass diesem Pferd geholfen wird. Ich hoffe, du hast es fleißig gefilmt und dann auf Instagram. Naja, ich glaube, dass die aktuelle politische Lage durchaus von uns verlangt, dass wir Stellung beziehen. Also auf eine Demonstration gehen, sei es entweder pro Palästina oder gegen rechts, ist zum Beispiel etwas, was ich extrem wichtig finde. Ich finde es auch ganz wichtig, auf die Straße zu gehen gegen die Klimakatastrophe. Also da fühle ich auf jeden Fall, dass ich da etwas tue. Aber darüber hinaus sogar einfach mit befreundeten UnternehmerInnen vielleicht sogar Projekte machen, wo ich wirklich spende, um zum Beispiel gegen rechts aufmerksam zu machen. Und da muss ich sagen, habe ich mit meiner Firma wirklich Geld gespendet. Und zwar einen vierstelligen Betrag, um ein YouTube-Projekt möglich zu machen. Und das, finde ich, war gut. Ja. Da gibt es vielleicht mehrere Geschichten. He's got all kinds of stuff going on. Die letzte Geschichte ist von einem Freund, der an einem Gehirntumor gestorben ist. Dang. Und den ich bis zu seinem Tod begleitet habe. Wow. Ich habe mit ihm im Bett Gymnastik gemacht. Ich habe ihn nach Heidelberg zur Bestrahlung gebracht. Ja, und das, glaube ich, das war meine letzte gute Tat. Absolut. Ja. Wow, that's a Jetzt crazy wollen wir one. Natürlich von euch wissen, seid ihr gute Menschen? Schreibt uns einen Kommentar. Whoa, okay. Not surprising there that everybody thinks they're a good person. And I think that that's probably true. I think in general, a vast majority of people in society are good people. I think it's just a couple bad apples every now and then. Or even just bad moments from people every now and then. But I think in general, most people are good people, so that makes sense. I am curious what you guys, the experts, have to say about it, though. Are you a good person? And if so, what makes a good person? Add your mustard down in the comments section. Let me know what you think. I'm curious what you guys have to say about it. But that's all the time that I have for today, though. Thank you guys so much for being here, and as always, I'll see you guys tomorrow. Peace.